Hey ho und herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishment mit Mr. Mannheim und mir, Miss Crazy Blendes oder eben auch Eva de Carmen. Ja, und jetzt müssen wir wieder. Arm drücken. Falls ihr euch daran erinnern könnt, letzte Folge lief nicht so gut mit dem Arm drücken. Ja, es war auch etwas komisch, gewöhnungsbedürftig. Ja, ihr hättet mal Mr. Mannheim seinen Arm sehen müssen, das war nicht schön. So, Charakteranalyse hatten wir ja eigentlich schon Gemacht. gemacht. Wie man unschwer erkennen kann. So, machen wir weiter. Aber ich habe das I'm nicht mit ready dem to try Gesicht, ne? again. Ich auch nicht. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. So, dann schauen wir noch mal. Warten. Betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Patrick Keynes, Seine um seine Aktion zu Aktion zu erkennen. erkennen. Attackieren, verteidigen und warten. Und reagieren Sie dann entsprechend darauf. Achten Sie auf Ihre Ausdauer. Ich kann das auch einfach überspringen, aber was ist denn dann? Keine Ahnung. Wir versuchen es einfach nochmal. Also ich denke mal, wenn sein Gesicht anstrengend ist, dann wird er drücken. Das Ja, heißt, ich dann muss muss man halten. halten. Also wenn dein Gesicht, wenn vielleicht gar kein Ausdruck da ist, macht Dann er musst du gar nichts und wartet, dann angreifen. müsste ich angreifen. Wann müssen wir warten? Und er hält dann auch, wenn ich angreife. Das Ja. würde vielleicht so ein anderes Gesicht sein. Weißt du, ich darf ja nicht drücken, wenn er verteidigt. Weil das bringt mir nichts, komme ich nicht weiter. Nein, wenn er angreift, darfst du nicht drücken. Da musst du halten. Ja. Ja. Aber wenn ich angreife, will er ja auch halten und ich darf ihn nicht weiter drücken. Wenn er einfach hält, das bringt mir nichts, weil sonst die Ausdauer wieder runtergeht. Ich müsste dann angreifen, wenn er echt nichts macht. Ja, aber woran erkennen wir das? Probieren wir es einfach mal. Na, schauen wir mal. Ich Okay, die attackiere Kamera gleich da. erstmal. Jetzt würde ich halten, jetzt macht er mich, drückt er dagegen. Jetzt macht er gerade nichts, jetzt hält er wieder. Jetzt macht er gerade gar nichts und runter. Und Warte, jetzt hält er jetzt wieder. drückt er. Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade Er nicht. drückt. Ausdauer. Jetzt runter. Nein, jetzt drückt er Ausdauer. wieder. Jetzt mach. Ich brauche erstmal Ausdauer. Halten. Und jetzt kannst du drücken. Er macht doch gar nichts, oder? Ich hab ihn gleich. Oh! Wir haben's! Jetzt! Yeah! Was für ein Zufall. Ist geklappt. Die sind gut. Gut, auf der Seite konnte man das Gesicht auch gut erkennen. Auf der anderen Seite war es nicht You so. were lucky. I wasn't focused. Let's go Nein! again. Och Machen wir Mann, weiter. Na du. komm, einmal nur. Also gleich anfangen mit attackieren. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money. Ja, auf No der anderen Seite konnte problem man with sein that. Gesicht immer nicht so gut erkennen. Er Ja. hat immer so nach unten geguckt. So, wir wissen Bescheid. Los geht's. War der noch nicht? Und los. Halten. Er hält. Nee. Nix, nix, er macht grad nix. Jetzt. Und ich Ach hab ihn so, ist wieder schon. weg. Weh, da macht jetzt weiter, der Idiot. 2 zu 1, gewonnen. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Ja, trinken Let's wir have a einen. drink. Hoch die Humpen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh well. At least you're not as poor as me. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Why do you say poor? You're not working. I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So as a result, find myself arm wrestling to pay for warum my die drink. Trinken muss? Kann auch zu Hause sein, bei seiner Ja. Frau und seinen Kindern, wenn er das hat. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He's a liar and violent too. Swinging those fists of his around. He's a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Na dann erzähl mal. Tell me,
And let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn. And I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her. And he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Aha. Gehen wir erstmal auf Toilette. Also, dass der schwarze Peter kein sehr guter Mensch war. Du sollst ihm irgendwie Tabakbeutel unterschieben. Kein sehr guter Mensch war, das haben wir ja schon mehr oder weniger festgestellt. Und durch die Befragung von seiner Frau. Aber jetzt haben wir ja noch ganz neue Sachen von ihm gehört. Also nicht nur, dass er gegenüber seiner Frau nicht gerade der Netteste war, sondern eben auch ein Schläger, Tyrann und Mörder. Boah, super unauffällig. Here it is. Das sagt er auch nur so schön. Er hockt auch neben ihm und sagt, genau. Das so, das ist es. Und wieso tun wir das? Du kannst dich doch wieder hinsetzen. Wir waren auf Toilette. Deswegen haben wir es neben ihm gehockt. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Also ich muss sagen, wenn er Sherlock Holmes typisch spricht, verstehe ich sein Englisch 10-mal besser. Ja. Wie dieses genuschelte Seemannsenglisch. Tabakbeutel Beweisschuhe. Patrick Keynes hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und damit auch, dass er der Täter ist. Mhm. Patrick Keynes hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der das Täter ist. Das würde ich nehmen. Weil es beweist nicht automatisch, dass er der Täter ist. Es beweist nur, dass er am Tatort war. Ich will mal gucken, was ich, wenn ich das andere nehme, ob es irgendwelche Zusammenhänge gibt. Nehme es ja nicht. Na gut. Ich meine, so anhand von der Größe, von der Kraft her, würde das schon passen. Und er ist Harpunier, oder was? Wie nennt sich das? Ja, Harpunier. Das heißt, er weiß, wie er mit Harpunen umgeht und kann natürlich auch den werten Herr Schwarzen Peter aufgespießt haben. Aber jetzt, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel hier. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. So, Patrick Keynes ist ein erfahrener Harpunier, der im Moment keine Arbeit und auch kein Geld hat. Meistens kann man ihn in der Kneipe Sea Witch bevorfinden, einem Etablissement. Vornehmlich für Seemänner, die um Geld Armdrücken machen, wie so viele andere Matrosen. Auch Keynes ist ein starker Raucher. Muss man da gelben Finger erkennen.
Ja, wir gehen erstmal raus, doch. Wo gehen wir jetzt hin? Ja. Vielleicht ist man so zu Hause. Baker Street, ja. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Vielleicht können wir nochmal mit jemandem reden. Dann geh halt erstmal dahin, wenn es da falsch ist. Genau, schauen wir mal. Gehen wir wieder nach Hause. Wir haben ja unbegrenzt Kilometer auf für den Kutschwagen. Das wird ja sicherlich seiner sein. Wir sollten uns unbedingt wieder zurück. Ja, bitte. Wir sehen echt scheiße aus. So, mir voll in die Augen geraucht, ey, ekelhaft. Ja, seit neuestem liest er nicht mehr. Guck, wenn er sich als Seefahrer verkleidet, hat sie da drin geraucht. Mhm. So, haben wir denn jemanden hier zu finden? Hier haben wir einen. Guck mal, ob du hier in das Büro reinkommst von dem. Ja, wir müssen zuerst mit Beweise an. Ja, eigentlich haben wir ja keine Beweise an Beweis. Aber wo ist doch hier das Büro von dem. Ach, hier mit dem Captain. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Wir können nicht mehr machen. Nee. Ja, und jetzt? I'm not saying another word. What am I doing here? Ich würde mal den Arm gerne noch festhalten. Wir wissen doch schon lange, dass es der Junge nicht war. Egal, dann gehen wir einfach wieder zurück zu uns, wenn sie nichts gibt. Ich kann mal mit Watson reden. Hm. Ach, guck an. Ja, stimmt, warum haben wir denn die Sachen wieder und sehen wir normal aus? Sahen wir eben auch schon so aus? Na, nein. Oder? Zu der hingefahren sind? Hingefahren nicht, aber da drinnen. Ich weiß es gar nicht mehr. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Nur von hinten gesehen, so richtig. Kann sein, dass automatisch, wenn wir in das Polizeirevier gehen. Weil er muss aussehen wie er eigentlich. Aussehen. Ja, das wäre sonst doof, wenn du. Gut, das sind wir wieder. Braucht uns gar nicht umziehen. The original Sherlock Holmes. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? Haben wir viel gesprochen? Ja, Sie sind ja gesprächig. Vielleicht mal zum Hund. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Der hat doch damals den ja, Tinte, Büsch. Aber vielleicht kannst du jetzt was Neues machen. Oder machst mal irgendwas am Bücherregal. Ich weiß nicht. My archive. I can always consult with it, if needed. Und wenn man das braucht. So, wir haben es ja mal wieder vollkommen drauf und wissen absolut Bescheid, was wir tun sollen. Nochmal auf das Ding gucken. Wobei, was wollen wir denn hier? Wegen der Blechkiste. Ja, das wird sicherlich wieder die sein, die da fehlt, im Bücherregal. Also, ich weiß nicht, jetzt hier kein richtiges Bücherregal. Die muss ja irgendwo sein. Oder war das die Kiste mit den Zetteln? Die Frage ist natürlich feinste. Nicht, ja, eher nicht. Weil dann können wir mal testen. Du kannst ja mal testen, haben wir die Kiste mitgenommen? Oder haben wir ihr die gesamten Briefen zurückgegeben? Ich weiß nicht, man kann gucken, ob wir die hinstellen können. Ob du sie hinstellen kannst. Müsste man natürlich auch wissen, was der schwarze Peter mit dem einen Mann, dem einen Seemann, nee, es war gar kein Seemann, haben sie erzählt, ne? Was der mit dem besprochen hat, dass er ihn ja dann über Bord geworfen hat. Ja. Schau mal, ob wir das da irgendwas mit unserem Inventar machen können. This place is an object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small. Nee. Kannst du auch nicht auf die Utensilien gehen? Ging nicht, ne? Ich konnte nichts, also jetzt nichts. Ja, bei dem Schuh ging das ja damals einfach. Da konntest du ja schon einfach da Schuh dahin stecken. Mhm. Die sitzt immer noch da und weint. Da wollte er damals eigentlich hier reingehen für die Werkzeugkiste. Genau. Aber irgendwie. Aber wir haben da unter den Deal haben wir diese Kiste mit Briefen. Mit der Post. Oder den Briefen. Von dem Gärtner gefunden, mit dem ja die Frau eine Affäre hatte. Mehr oder weniger. Und ich glaube auch, dass sie darüber trauriger ist. Wie über den Tod ihres Mannes. Also besonders, weil der Gärtner, also ihr Geliebter, verdächtigt wird des Mordes an ihrem Mann. Hm. Hier kann man nichts machen. Das heißt, ich check's gerade. Ich gehe dann nochmal auf die Aufgaben, die da immer stehen.
Trenelligan scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Welche Rolle spielt er in diesem Fall? Das ist doch nervig. Wir müssen vielleicht weiter, unsere Verbindungsstücke sind vielleicht nicht richtig. Haben wir vielleicht das neue? Pass auf, wir nehmen jetzt mal ganz aus als das andere. Okay. So. Oh. Harmloser Flirt, dann passt das aber wieder nicht. Da musst du einen harmlosen Flirt umschalten, der ihn vielleicht verzweifelter Eifersucht. So, und jetzt? Ja, weil wir ihn schon als Verdächtigen haben, können wir den nicht als Verdächtigen nehmen. Ja. Große Kraft würde ich auf jeden Fall lassen. Da. Hurley ist der Täter. Achso, das passt nur deswegen. Es gibt die geringe Möglichkeit, dass es ein untrainierter, durchschnittlicher, kräftiger Person gelingen könnte, Peter Curry mit einer Harpune an die Wand aufzuspießen. So, und hier hat man... Das kann... Liam ja. Hurleys Verhältnis zu Judith Curry gibt ein Motiv für den Mord an Peter Curry. Ach, weißt du... Ich glaube, wenn du das nimmst, gibt es die Verbindung. Wenn du große Kraft nimmst, könnte die Verbindung mit dem anderen Typen zusammenkommen. Kannst du nochmal da reingehen, wo wir so Sachen verbinden müssen? Nicht das, sondern wo dann steht Blechbüchse und... Ja, haben wir immer noch nicht? Nee. Geh nochmal in das andere Menü gerade. In das. Und wenn du jetzt da oben stark machst nochmal. Ja. Große Kraft. Und dafür hier unten bei dem Tabakbeutel. Ja, das erstmal. Und dann dazu wieder das passende verzweifelte Eifersucht umändern. Harmloser Flirt. Und jetzt bei dem Tabakbeutel Beweis machst. Gibt es keine Verbindung zwischen den beiden? Nee. Was machen wir? Ja, aber selbst dann kommen wir ja nicht weiter in dem Ganzen. Wir müssen ja irgendetwas... Uns fehlen ja noch Fakten. Ja, eigentlich fehlen uns noch Fakten. Aber können wir... Wo haben wir denn hier... Ja, das sind die Orte, an denen wir bereits waren. Der schwarze Peter hatte eine Truhe gehabt, haben die ja gesagt. Ja, auf dem Boot. Und er hat mit dem Käpt'n geredet. Was, wer hat mit dem Käpt'n gesprochen? Der schwarze Peter. Nee, der schwarze Peter ist der Käpt'n. Ja, und doch wer ist der Käpt'n? Der schwarze Peter ist der Käpt'n gewesen. Wer ist der schwarze Peter? Unser Toter? Meinst du? Ja. Meinst du, willst du mich veräppeln? Ich weiß es jetzt gerade ehrlich, das sind alles viel zu viele der Namen. Der schwarze Peter ist der Carrie, glaube ich. Pat Carrie, glaube ich, heißt der richtig. Der geht doch einfach beim Opfer drauf, dann weißt es. Du kannst doch das... Jetzt bist du nur bei den Orten. Du kannst doch die Personen auswählen, Verdächtige und sowas. Ganz hinten, so. So, da, das ist der schwarze Peter. Peter Carrie, das ist unser Toter. Und der war der Captain... auf dem Schiff mit dem Harpunier. Und der hat einen ermordet. Er hat einen über Wasser geworfen, also und hatte aber von dem irgendwie so eine schwarze Kiste, eine Blechkiste gekriegt. Hm. Den hat, also den dreht sie es. Dann haben wir die Frau dazu, den Jungen, den Gärtner und der mit ihm auf See war, der Harpunier. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde aber, dass der Harpunier, dass der einfach viel zu lieb und nett war. Da will wirklich einfach nur arbeiten. Ja, und ja. Der war aber ganz heiß schon zu kommen. Erst hat er gelogen wegen dem Garten. Ja, natürlich Garten. Hätte der auf jeden Fall einen Grund. Genau. Das, wie hieß der nochmal? Hurley. Hurley. Wir haben doch eben bei dem Ding gehabt, das Hurley. Ja, ja. Das ist hier ein Glückstreffer, musst du wieder reinmachen. Dann da unten harmloser Flirt. Motiv. Harmloser Flirt musst du ändern. Und dann aber Tabakbeutel beweist nur, dass er vor Ort war. Doch, warum war er? Versteht das der Dank? Weißt du, dass er am Tatort war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist? Ja, ist ja auch richtig. Das beweist. Frage ist aber, warum hat er ihn zum Beispiel. Was? Das beweist nur, dass er vor Ort war und ihn dort verloren hat. Das heißt aber nicht, nur weil sein Tabakbeutel da aufgefunden wurde, dass er auch automatisch der Täter ist. So, ich drück das jetzt. Hurley ist der Täter in meinen Augen. Ja, aber wir sind doch noch nie im Leben fertig, oder? Du warst ja nur der erste Fall. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Ne? Ja, dann, was hast du dann noch? Wir haben uns alles abgesucht. Es gibt ja eigentlich irgendwie nichts mehr. Keiner will mal mit uns reden. Ja, probier's halt einfach mal. So, lieben Hurtley hat Peter Carey ermordet. Für diese Verzweiflungstat muss er sich vor Gericht beantworten und kann keine Gnade erwarten. Hurleys Verstand wurde von seiner Liebe von Judith Carey, Peters Frau, benebelt. Der Mord geschah aus Leidenschaften unter emotionalem Stress. Dennoch wird er sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Vielleicht müssen wir mit ihm nochmal reden wegen den Briefen. Wir haben doch mit ihm danach nicht mehr gesprochen. Der wollte aber eben nicht. Meinst du, man kann das nicht machen, dass wir zu dem... Können wir vielleicht jetzt nochmal hingehen, aber ich würde sagen, eigentlich wollte er nicht. Du fährst nochmal hin. Er wollte nichts machen. Ja, er hat gesagt, er sagt kein Wort. Die Sau. Und dann... Der Zuschauer wollte bestimmt, dass wir jetzt endlich drücken. Ja, das könnte gut sein. Aber das Problem ist, wir haben keinen handfesten Beweis. Wir haben den Beweis, dass sowohl der eine als auch der andere am Tatort waren. Mhm. Und dass der eine Motiv hat und der andere stark genug dafür wäre. Aber mehr haben wir nicht. Das ist nichts. Und ich finde einfach nur anhand eines Motives und anhand der Stiefel... Mach doch einfach mal. Er sagt kein weiteres Wort. Wenn du hier mit ihm sprichst? Nein, ich muss auch mit dem Typen reden. Mr. Holmes? Mit ihm kann man nicht weiter. Ich habe alles schon gemacht. Ja. Ich gehe jetzt nochmal schnell zu den Dingern, aber wenn nichts ist, dann ist er jetzt für mich da mal raus. Ich komme ja nicht weiter. Ja, mach's dann halt einfach mal. These are the suspect's belongings. Wobei ich auch gerne das wissen würde, was das alles auf sich hat. Ja, ich wollte mal mit Wertpapieren vergleichen. I wonder if these are connected. Canadian Pacific Relief. Also CPR. Ja, steht da. Weiter noch weiter runter. Ja. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. So, neuer Hinweis. Fehlende Wertpapiere. Ah. Gestohlene Wertpapiere. In der Schönbrüllech-Kiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Was haben wir hier? Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das war ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Also doch wieder. Ja, was hast du jetzt gemacht? So. Ja. Mögliche gemeinsame Morde. Sowohl Nelligan als auch Hurley lügen. Von daher können sie möglicherweise beide unter der Decke stecken. Mhm. Es gibt zwei Täter. Jetzt sieht aber auch alles gut aus. Wenn ich jetzt hier der Tabakbeutel... Nein, dann geht das alles wieder weg, die Verbindung. Okay. Aber das macht keine Verbindung, ne, der Tabakbeutel. Das ist eigentlich nur so ein... Okay, haben wir halt was erfunden. Nicht. Es kann sein, dass dann noch einer eingeht. Jetzt gibt es zwei Täter. Ja, aber das kannst du doch immer noch nicht nehmen. Wir wissen es doch noch nicht. Haben wir mal Glück gehabt, dass wir noch schnell geguckt hatten. Das ist das ja. Wir können ja nicht einfach anhand dessen sagen, ja. Jetzt vielleicht mal mit dem reden? Mit dem Jungen? I'm not safe. Please escort this suspect for interrogation. Ich wäre kein guter Ermittler, ganz ehrlich. Ich hätte die alle schon eingeknallt. Das zwickt ja deswegen. Das kann man ja aber nicht machen. Jetzt. Tell me, Mr. Nelligan. What exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Also ich wollte mal schneller drücken. Wir müssen mal gucken, was passiert, wenn es verschwommen ist. Er wollte Informationen finden. Jackett des Vaterschafts, Messerring mit Wertpapierfetzen. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. What? That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Sein Vater. Ja. I'm not saying another word. Sein Vater, hier von dem Jungen. John Nelligan. Das ist der, der damals verschwunden ist. Der hat ja zusammen mit einem Kumpel, sage ich jetzt mal, diese Bank. Und der ist doch verschwunden. Mhm.
du immer. Hast du mal irgendwas rumdrücken musst, während ich mit dir rede? Der ist verschwunden. Ich nicht richtig zu. Der ist verschwunden. Der ist auf See gegangen, hat der Junge uns mal erzählt. Was ist denn bitteschön, wenn das der ist, den der schwarze Peter, also Peter Carey, ermordet hat? Er hat gesagt, sie haben sich unterhalten, er hat etwas an eine Blechkiste getan. Was genau, ist denn, wenn er herausgefunden hat, dass der Wertpapiere hatte und hat die sich geholt und hat ihn deswegen getötet? Und dann hat natürlich der Junge in gewissermaßen ein Motiv, weil der seinen Vater ermordet hat. Aber es sind alles bisher nur Spekulationen. Hm. Wir haben keinen handfesten Beweis. Notizbuch holen. Der Einbruchsversuch fand statt, um das Notizbuch wiederzuholen. Das im Blut des Opfers lag klar. Das könnte bedeuten, dass die Person, die den Einbruchsversuch unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Oder Suche nach Wertpapieren. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters. In Peter Careys Hütte, das erklärt seine Anwesenheit am Tag. Das nehmen wir auch. So. Dann schauen wir hier wieder einen neuen verzwickten Nelligans Motiv, Nelligans Unschuld. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das war ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Nein. Ist ein Opfer der Umstände. Er entspricht weder vom Äußeren noch vom psychologischen Härteprofil des Mörders. Ich glaube auch nicht, dass der schuld ist, der Junge. Ich glaube es nicht wirklich, aber er hätte ein Motiv. Nimm mal das. Was passiert, wenn... Nein. Motiv wolltest du haben. Nein. Das, was du gerade geöffnet hast. Ja, Unschuld. Hattest. Ja, genau das solltest du nehmen. Ich sagte das. Ich habe gesagt, das mit der Unschuld. Dass du gesagt, nee, sein Motiv. Nein, okay. Ich sagte, du sagst, du glaubst es nicht. Daraufhin sage ich das, glaube ich, auch nicht, aber er hätte ein Motiv. So, Nelligans Unschuld, jetzt war es aber auch schon wieder. Warum hat er, warte mal, hätte, warum haben wir gesagt, dass er ein... Der Hurley war der Liebhaber? Mhm. Warum ist das für den Glückstreffer? Wir müssen weiter ermitteln. Wir können, was soll ich noch rausfinden? Das wir finden noch was mehr raus, David. David, jetzt hör mir mal bitte zu. Du kannst keinen von denen anklagen ohne einen handfesten Beweis. Und wir haben gegen niemanden einen handfesten Beweis. What am I doing here? Und deswegen müssen wir weiter ermitteln. Wir müssen weitere Fakten sammeln. Denn ich gucke so noch mal an unseren Aufgaben, was man da findet. Ich reise jetzt zurück zu Winslow. Und da tust du was? Ja, da schaue ich jetzt nochmal dort ein bisschen in dem Ding nochmal rum. Im Garten. Ich muss ja die Wertpapiere irgendwie, ich muss ja vielleicht noch mehr finden. Vielleicht finde ich in den Bücherregal noch irgendwas dazu. Ja, ich meine, kannst du gerne machen. Meinst du, wir haben so 1000 Mal umgeguckt, aber probieren kannst du es. Und auf der Reise dorthin verabschieden wir uns von den Zuschauern. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, was nun auch passiert. Ob wir unserem Täter endlich näher kommen. Ich weiß, ich hätte schon lange alle unschuldig welche Knast gekriegt. Ich bin halt da. Man merkt, David ist nicht so der Stratege bei sowas. Der ist da viel zu übereifrig. Es gibt ein Motiv, fertig. Ja, aber weißt du, viele Motive haben? Ja, deswegen ist es gut, dass du Sherlock Holmes bist. Du machst hier noch schön weiter. Also, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.